grüße euch. Wie angekündigt, wir haben ein paar neue Sachen, die möchte ich euch zeigen. Deswegen habe ich mal einen kleinen Spezialitätenzeug dabei. Da haben wir hier einmal das Frontier One Reflective BB Tab. Dabei handelt es sich um ein Tab in der Größe unseres Wildernis-Tabs, also 2 Meter x 2,50 Meter, mit einem Gewicht von ca. 580 Gramm. Ist nicht unbedingt ultralightweight, aber es hat es in sich. Und zwar ist das aus Oliven-Nylon mit einer matt-silbernen Innenbeschichtung. Das haben sich viele von euch gewünscht. Das Rescue-Tab, das ja ein Orange-Silber bei uns im Shop ist, in Oliven in Größe zu bekommen. Und da haben wir drauf gehört, haben wir das gemacht und das ist jetzt das Ergebnis. Und im Laufe dieses Videos werde ich euch mal zeigen, was man damit alles anstellen kann, weil wir haben uns nicht darauf beschränkt, einfach nur einen Tab zu machen, sondern wir haben auch gleich noch einen Biwaksack draus gemacht. Ja, und wie das dann in der Praxis aussieht, seht ihr gleich. Aber wir haben doch auch noch was anderes dabei. Und zwar, als wir mit dem Ganzen angefangen haben, ja, das Tab nämlich angefangen als dieser Poncho. Und zwar ist das der Rugged Reflective Poncho. Und das ist im Großen und Ganzen klassischer Poncho. Wiegt 480 Gramm, gleiches Material, also auch gleiche Silberbeschichtung wie das Tab. Mit einer richtig gut ausgearbeiteten Kapuze, mit Kragen und allem, zeige ich euch dann gleich. Der wiegt eben, wie gesagt, gerade mal 480 Gramm. Und das ganze Projekt mit den reflektierenden Tabs und Ponchos hat seinen Anfang im März 2014 genommen. Jetzt kommt nämlich auch die Auflösung von unserem Facebook-Gewinnspiel. Gesucht war nämlich das Groundsheet, das am 5. April 2014 bei uns in den Shop gegangen ist. Denn auf dem Hintergrund des Lightweight Groundsheets war bereits dieser Poncho zu sehen. Seitdem haben wir am Poncho und am Tab noch optimiert. Das hat ein bisschen Zeit gebraucht. Wer von euch draufgekommen ist und jetzt dann gezogen wird, der darf sich auf entweder einen Poncho oder einen Tarp. Wir verlosen ja jeweils 2 Freunde. Und das wird in den nächsten Tagen passieren, denn jetzt gehen auch die Artikel online. Ja, das war es soweit eigentlich auch schon von mir. Es geht jetzt los. Ich fange jetzt mit dem Aufbau an und zeige euch mal, wie man die 2 hier mit unserer anderen Ausrüstung kombinieren kann, denn was ich auch noch dabei habe, ist der Poncho-Liner, beziehungsweise unser Ultraleicht-Schlafsack oder unser Mantel, unser Umhang, unser Ansatzsack, je nachdem, wofür ihr es verwenden wollt. Den habe ich heute auch mal mit dabei. Ist mit eins meiner liebsten Ausrüstungsstücke auf den letzten Touren gewesen. Und da seht ihr jetzt dann auch ein bisschen, wie das in Verbindung mit den neuen Tabs eben eingesetzt werden kann, was ihr damit machen könnt. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei und dann machen wir jetzt mal den Aufbau. Bis dann! So, das ist der neue angekündigte Wilderness Rugged Reflective Poncho. Das ist ein klassischer Poncho und einen kleinen Twist. Wir haben nämlich einen echten Kragen zum besseren Anziehen, zum Beispiel mit Helm oder aber auch eben zur Entlüftung. Mit einer große, hochschließbare Kapuze. Und das ganz Besondere dran, er ist isolierend, reflektierend, beschichtet. Die Wassersäule bei dem Poncho beträgt 10.000 mm. Das heißt, wenn ihr ihn richtig gut abdichtet und zusammennäht, könnt ihr euch daraus einen Trinkrucksack nähen. Er ist absolut wasserdicht. Er ist vor allem für Leute gedacht, die mit ihrem Poncho ein bisschen gröber umgehen, die ihn auch mal als Packsack nehmen, die ihn als Schlafsackunterlage hernehmen. Oder im Notfall damit auch mal einen Verletzten transportieren wollen. Das ist ein sehr festes Gewebe und für unsere Kunden im militärischen Bereich sehr, sehr wichtig. Er ist PU beschichtet, das heißt, ihr könnt ihn ohne Probleme mit der normalen Waffenabtarnfarbe bemalen, besprühen, ein Tarnmuster aufbringen, auf die jeweilige, sag jetzt mal, Einsatzumgebung anpassen. Die Grundfarbe ist NATO-Leaf, das typische. Ja, ich sage jetzt mal Bundeswehr-Olivgrün, nicht das amerikanische Olivgrün. Passt also so auch ganz gut in unsere heimischen Wälder. Aber kann wie gesagt auch nachgetarnt werden.
Er kann auch logischerweise als Unterstand aufgebaut werden. Wie das geht und auch wie da der Kragen dann mitspielt, das zeige ich euch gleich. Bis dann. So, hier haben wir mal jetzt ein kleines Demo-Setup gemacht. Man sieht jetzt also den aufgebauten Poncho. Man sieht mittig ein bisschen den Verschluss, den schauen wir uns gleich näher an. Und wir sehen so, ich sage jetzt mal, typisches, leichtes Biwak, was man sich so eben aufbaut, wenn man mit einem 20-30 Liter Daypack unterwegs ist. Der Poncho jetzt als Wetterschutz, zum Schlafen eine leichte Isomatte und ein Poncho-Liner. Und das schauen wir uns doch jetzt gleich mal näher an. Was wir hier jetzt sehen, ist der Mittelreißverschluss vom Poncho. Und im Unterschied zu einem normalen Poncho ist hier nicht einfach nur ein rundes Loch, wo die Kapuze mit einer Zugschnur drauf ist, sondern wir haben einen richtigen Kragen mit Reißverschluss. Alle Nähte, in die Wasser eindringen könnte, sind verschweißt mit PU-Band. Der Kragen ist komplett hochschließbar und durch die Kragen schließen auf der Außenseite, mit der eben der Kragen winddicht gemacht werden kann, kann eben auch, wenn man den Poncho als Tab aufbaut, der Kragen so geschlossen werden, dass eben auch als Shelter nichts in den Poncho-Kragen reinregnet oder es eventuell durchtropfen könnte. So, was wir hier haben, ist unser neues Reflective Wilderness Rugged Tarp. Das ist jetzt nicht mehr Multiterrain, das ist NATO-Leaf-Grün und hat ein paar kleine Twists, was ein normales Tarp nicht hat. Was man jetzt hier sieht, ist die Bivi, die Biwaksack-Funktion. Einige von euch werden sich jetzt denken, oh, natürlich ein Tarp, das kann ich ohne Probleme um meine Isomatte wickeln. Das ist ja nichts Neues. Und wenn ich mich im Schlaf bewege, dann verrutscht das Ganze und ich bin nass. Und genau das gibt es eben mit unserem Tarp nicht. Und das möchte ich euch auch jetzt mal zeigen, warum. Ihr seht, ja, ich würde es gern verrutschen lassen, es verrutscht nicht. Warum verrutscht es nicht? Das kann ich euch hier gerne erklären. Der komplette Rand des Tabs ist ganz einfach mit einem Klettverschluss versehen. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist das Ganze, meine ganze Ausrüstung, die ich habe, als Biwaksack aufzubauen. Und wie ich das Ganze gemanagt habe, möchte ich euch jetzt gleich im Detail zeigen. Das erste, was ich gemacht habe, ich habe hier einen Ast mit rein. Warum? Das Tarp lässt sich komplett schließen. Hintergrund des Ganzen ist ganz einfach. Ich habe meinen Lagerplatz ausgesucht, ich habe alles zusammengepackt, habe meinen Schlafsack aufgebaut und ich möchte das Lager verlassen. Dann kann ich den rausnehmen. Schließe den Klettverschluss. Ich schlage ihn ein bisschen nach innen, damit im Regenfall das Wasser ablaufen kann. Und dann kann kommen, was will. Da kann ein Schneesturm kommen. Mein Lager ist trocken, wenn ich wiederkomme. Ja, das ist der Hintergrund. Ich habe logischerweise, wenn ich drin schlafe, brauche ich Luft. Deswegen kann man sich einfach mit einem reingespreizten Ast, dann kann man auch einen kleineren hernehmen, kann man sich hier quasi eine kleine Luftöffnung freihalten, kann man auch nach unten drehen und schon ist das Ganze wieder regensicher. Ja, und zum Platzangebot, ich mache das Ganze jetzt mal auf. Ja, jetzt sieht man hier, was ich alles dabei habe. Ich habe den Poncho-Liner, eine sehr dicke Isomatte. Ich habe mein Daypack, wo das ganze Gepäck drin war. Ich habe hier meine Wasserflaschen, man sieht, ich kann die auch in zweiter Reihe legen. Ich habe mein Kochgeschirr, ich habe Wechselkleidung. Ich habe noch jede Menge Platz. Also im Regelfall würde hier auch meine Langwaffe reinpassen. Ich könnte hier unten meinen Tragesatz reinpacken, wenn ich wirklich militärisch unterwegs bin. Ich kann notfalls sogar eine Präzisionswaffe mit in diesem Biwaksack unterbringen. Und mit den Barhandgriffen ist das Ganze wieder zu und wieder geschützt.
Das ist jetzt eben die Aufbauvariante als reines Bivy. Ich kann zum Beispiel, das habe ich gemacht, wie ich im Januar unterwegs war, hergehen. Ein Zelt haben zu wenig dabei, das ist der Vorführeffekt. Ich könnte zum Beispiel auch hergehen, pinne das Baby da unten fest und boxe nur hier auf, sodass eben der Kopf im Freien ist und alles andere abgedeckt. So habe ich das gemacht, wie ich im Januar bei minus 17 Grad unterwegs war. Das war perfekt, ich hatte auch nicht wirklich viel Kondensfeuchte danach im Biwaksack. Also wie gesagt, das ganze System ist auch getestet. Wir haben das Teil jetzt seit ungefähr genau April 2014 im Test, immer wieder verbessert, die Maße optimiert. Also da steckt ein bisschen mehr dahinter, als jetzt einfach nur ein rechteckiges Stück Stoff zu nehmen und einen Klettverschluss reinzunähen. Wir haben uns da bei der Dimensionierung und beim ganzen Konzept schon ein bisschen im Kopf gemacht. Das ist jetzt das Endergebnis. Und was man natürlich auch machen kann, man baut es als ein Shelter auf, nutzt die reflektierende Seite, wenn man damit ein Feuer nutzt. Und wie das dann aussehen würde, das zeige ich euch gleich mal. So, das wäre jetzt die kleine Variante als ganz normales Tarp aufgebaut. So kann man bei wirklich schlechtem Wetter gegen den Wind abwettern. Die Hälfte des Tarps liegt unter mir. Das heißt, der Wind hat keine Möglichkeit, in meinen Unterstand zu kriechen und mich auszukühlen. Die vordere Kante kann ich ein bisschen hochschlagen als zusätzlicher Schutz. Und vorne links sieht man schon leicht, ja, ich zeig's mal kurz, hier angedeutet. Mein kleines Lagerfeuer kann ich hier natürlich nicht machen. Wir haben zurzeit in Bayern höchste Waldbrandstufe. Da kann ich jetzt nicht im Wald rumzündeln, aber ich denke, ihr versteht das Prinzip. Das Feuer strahlt hinten ab, es wird durch das Tarp, das ja im 45 Grad Winkel aufgespannt ist, wird die Wärme zurückgeworfen und wärmt mich zusätzlich. Das heißt, das ist jetzt so ein typischer Survival-Unterschlupf. Das ist jetzt nicht für Dauercampen oder wirklich bequemes Lagern gedacht. Aber so kann ich schon mal ein, zwei Nächte bei schlechter Witterung mit einem nicht ganz so adäquaten Schlafsack abwettern und Kräfte sammeln. Das ist eben auch mit eine Funktion des Tarps. Natürlich kann man es auch als ganz normales Tarp aufbauen. Wie viel Platz es dann bietet, das zeige ich euch gleich. So, hier haben wir das Lean-To. Das ist die dritte und letzte Aufbauvariante, die ich euch heute zeigen wollte. Da habt ihr die beste Platzausbeute. Ihr seht, meine Ausrüstung liegt jetzt ein bisschen geschlampert rum. Dennoch, alles liegt trocken unterm Tarp. Was mir jetzt wichtig war, euch einfach mal zu zeigen, die ersten zwei Aufbauvarianten, die waren eher vom Platz begrenzt, haben sich eben eher auf den Schutz fokussiert. Hier hat man es doch deutlich komfortabler. Hier kann man sich auch notfalls mal zu zweit unter das Tarp legen, bei schlechtem Wetter. Ist dann sicherlich nicht mehr super bequem, man hat nicht mehr super viel Bewegungsfreiheit. Aber es ist durchaus geräumig so. Mit den anderen zwei Varianten ist man besser bedient bei richtig schlechtem Wetter oder wenn man eben in militärischen Einsätzen unterwegs ist und ein geringes Profil abgeben muss. Was mir jetzt noch wichtig ist, dazu zu sagen, das Tarp ist durch euer Feedback entstanden. Ihr habt die Anregung dazu gegeben. Wir haben uns jetzt seit April 2014 durchaus Zeit damit gelassen. Es hat ein bisschen gedauert und wir haben sehr viele Rückfragen gehabt. Ja, kommt da noch was, macht ihr da noch was, ist das eingestellt? Wir haben es nicht eingestellt. Es ist jetzt da, es ist jetzt so da, wie wir es geplant haben. Und es ist so da, wie wir es selbst genutzt haben. Sprich, es ist auch wirklich in der Praxis erprobt. Und es wird jetzt für euch online gehen. Und deswegen auch meine Aufforderung, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Sachen seht, die ihr von uns haben wollt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dreht ihr an uns ran. Wenn es möglich ist zu realisieren, dann werden wir es realisieren. Ja, das war's heute mit den Vorstellungen für Tarp und Poncho. Es hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, es war für euch was Interessantes dabei. Schön, dass ihr dabei wart.
Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Ja, der Videodreh ist jetzt eigentlich ganz gut gelaufen. So hier um mich herum sieht man jetzt mal ein bisschen das neue Gebiet, das wir uns für die Videos ausgesucht haben. Und ich schaue jetzt mal so ein bisschen über unsere über meine Schulter. Das Ganze ist näher bei mir am Büro. Ist leider auch ein bisschen lauter. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass man dadurch, dass man jetzt hier relativ unkompliziert hin kann, weniger Auflagen zu beachten hat als auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz, wo wir immer stets bemüht waren, uns wirklich legal zu verhalten. Und das Ganze hat uns halt einige Videos doch erschwert. Hier sind wir in ganz normalem öffentlichen Nutzwald. Das heißt, wir dürfen natürlich auch kein Lagerfeuer oder ähnliches hier machen. Dafür müssen wir nach wie vor auf Privatgelände. Aber auf diesem Gelände hier hoffe ich doch mal, dass wir bessere Videos und öfters Videos machen können und einfach dadurch, dass wir flexibler sind, euch wieder ein bisschen mehr Inhalte bringen können. Das ist jetzt nur ein kleiner Infoschnipsel, den ich euch noch so mit auf den Weg geben wollte. Ja, seht es quasi als die Outtakes nach dem Video. Wie gesagt, ich bin froh, dass ihr dabei seid. Ich bin froh und dankbar, dass ihr so geduldig mit uns seid. Wir haben euch echt lange auf die Fortsetzung von den Videos warten lassen. Jetzt sind sie da und ja, nehmt mich ruhig beim Wort. Wir wollen mehr in der Richtung machen. Und wenn wir uns zu lange Zeit lassen, ihr wisst, wie ihr uns auf Facebook findet, ihr wisst, wie ihr uns eben über die Webseite erreicht, dann macht es uns ruhig Feuer unterm Hintern. Stößt uns mit der Nase drauf, sagt, hey, ihr habt es uns versprochen, ihr macht mehr Videos, wie schaut es denn aus? Wo kommt's? Wo bleiben die Videos? Und ganz wichtig natürlich, wenn ihr Sachen habt, die ihr gerne sehen wollt, ja, dann sagt es uns. Schreibt uns und gebt uns Feedback. Wir können natürlich nur dann die Videos machen, die euch interessieren, wenn ihr uns sagt, was ihr sehen wollt. Ja, wie gesagt, noch ein kleiner Rundumblick. Das ist wirklich ein schönes Wäldchen hier. Ich hoffe, wir sehen uns hier öfters und ich mache mir jetzt auf meinem Weg. Macht's gut.